Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Für heutigen Aufnahmezeit letzte Aufnahme. Wir haben erfolgreich diese Boje abgeschlossen noch. Diese Taucherglocke. Oder. Also wie man sie noch nennen möchte. Und ich sagte ja in der einen Folge so, wir sammeln noch Kisten und so. Dachte ich, mache ich jetzt nicht mehr. Mache ich jetzt doch noch. Und zwar hier oben. Zumindest ein bisschen was. Gerade damit ich zumindest ein bisschen was schon mal weg habe. Nicht wahr? Gerade das ist ja auch wichtig. Moment. Ach, Verbündete. Obwohl ich könnte... Ach ja, warte, legt in der Schiff. Das wollte ich eigentlich viel eher mal gucken. Das habe ich ja auch schon so ein paar Mal im Part doch gehabt, dass ich da nichts gefunden habe. Einfach mal wegen Mission wahrscheinlich. Jetzt hoffe ich einfach, dass jetzt das einfach auftaucht und nicht, ich umsonst hinsegel. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ist da auch was? Ja, Notfall kann ich von da aus das alles hier absammeln. Macht also dann nichts. Oder nicht so viel. Freiheit. Habt ihr nicht zugehört? Steuerbord! Da, eine Art Frachter, Sir! So, noch 2300 Meter. Ja, ich weiß nicht, ob ich das verfrüht angesagt habe. Hat auch Gründe. Drunken Sailor. Oh nein, es muss ja... irgendwas sein, was ich gerade nicht verstehe. Naja, halb so schlimm. So, noch 1100 Meter, bis wir da sind. Wie soll ich da wirklich jetzt wieder einfach nur auf Leere stoße? Was? Ach nee, hey, da ist mal was. Was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Sie sieht aus wie ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Ein legendäres Schiff. Hey, MS Princess. Oder HMS. Wie ja. What? Ah, sie feuern mit Mörsern, Captain. Feuer! Ja! Ja, der Treffer könnte sie lahmlegen. Feuer! Arbeiten dran! Versenken, Kenway. Feuer! Ja, da, nur ein gut platzierter Schuss. Sir. Feuer! Sind bereit, Sir. Getroffen, Feuer! Captain. Feuer! Getroffen. Aber wir haben sie verwundbar, Captain. Feuer! Mit Mörsern. Kann ich auch. Feuer! Yay! Wir wurden touchiert. Feuer! Feuer! Segelreffen raus aus der Bühne. Das Biest wird uns versenken. Feuer! Ah!
zu schießen. Feuer! Sie präsentieren sich. Feuer! Das Schiff bricht in zwei. Da, Captain! Da sind Sie am empfindlichsten. Feuer! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Achtung! Voll erwischt! Ach, du heiliges Scheibengleister. Da brauchen wir noch ein paar Schiff-Upgrades auf jeden Fall. Das ist schon mal ziemlich sicher. Hey, was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Großsegel rein, Brandsegel öffnen. Sieht aus wie ein Geisterschiff. Ei, von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Gut, dann verpiesele ich mich hier wieder ganz schnell. Herr Segelmann! Weil das will ich jetzt echt nicht nochmal eingehen. Aber gut zu wissen. Legendäre Schiffe sind wirklich wortwörtlich legendär. Nicht, dass ich das nicht gewusst hätte, mal abgesehen davon, aber dass sie gleich so krass abgehen. Okay. Sind die Wanden noch fest, Seemann? Alle außer Großbergen! Alle Segel niederholen! An die Schotentörner! Habe ich gerade mit dem Schiff ein Drift hingelegt? Ja, das habe ich. Captain ist im Meer! So, das war's voll und ganz wert gerade. 22 von 30, aber das wird wahrscheinlich wieder nicht die volle Zahl sein. Gut, statt einem legendären Schiff könnte ich ja eigentlich auch, Moment. Ich mache mir mal das ein bisschen einfacher. Ich gehe mal hier hin. In der Hoffnung, dass das Schiff da dann noch ist. Öffnet. Logischerweise ist es da noch. Gut. Hebt den Wind nach. Segel setzen. Subi. Auch einer der Sachen, die ich in den ersten paar Folgen direkt versucht habe, aber genauso wie bei den legendären Schiff feststellen musste, nicht so eine fantastische Idee. Captain von Steuerbord! Es gibt gutes Fleisch zum Aufspießen hier, Cap. Rahm- und Marssegel festzurren. Ach ja, wie schön. Nicht, dass ich irgendwie schnell spielen wollte, um Gottes Willen. Nein, nein. Ich wollte natürlich stundenlang brauchen. Mann, also ganz ehrlich, das Projekt wäre viel früher wieder durch, ganz kurz gesagt. Wenn ich nicht die ganze Zeit diese Ladezeiten hätte, diese sprichwörtlichen Verzögerungen, diese Ruckler, Ausfälle, ach, ihr wüsstet gar nicht, wie schnell ich das durch hätte. Ich brauche mal wieder einen vernünftig laufenden PC. So einfach ist das. Aber hey, hab erstmal sowas, ne? Tja. So. Okay. Die Trinkflasche ist auch schon wieder fast leer. So. Ja, gut, dann reg die Hauptsegel in den Wind.
Ich glaube, ich habe einfach was verbuggt gerade. Ich sag dazu jetzt gerade nichts. Ihr seht es selber, was gerade passiert. Bindet die Harpunen los! Oh, es tut mir leid, Leute. Wie gesagt, es wäre so schön, aber naja. Entschuldigung, sei da nur. Ich guck mal, was die Zeit macht. Ist vielleicht interessanter, als da jetzt großartig zu gucken, wie lange er da noch speichern möchte. Okay, nicht, dass es mich interessieren würde, aber warum ist jedes Mal das so, da ich irgendwie 10 Minuten habe und dann einen Ruck klar. Minimum. Das muss ja auch nicht sein. So, was? Bitte das fest! Bullnaya. Es geht los! Ich hatte gerade einen ganz anderen... Guter Schuss, Captain! Ermächtnis. Guter Schuss, Captain! Das war's in diesem Fisch! Okay, theoretisch, man braucht nur 3 Harpunen, wenn man es richtig macht. Aber hey, es ging schnell. Zieh ihn hoch! Was für ein Fang, Captain! Okay, noch ein besserer Fang wäre gewesen, wenn das Schiff hier gewesen wäre, was wirklich irritierenderweise nicht da ist. Vieren und Fa- die Trab- und Bramsegel! Ich will doch nur ein Reichenschiff da, wollte ich gerade sagen. Ach. Ja. Sind die Banken noch fest, Seemann?
Das nervt jetzt schon. Ich meine, wozu fahre ich dann hier hin, wenn wieder mal hier nichts ist? Nehmt die Rahen aus dem Wind! Großmast, an die Fallleinen, holt an! Feuer! Vorbei, sind die Haken fest! Bereit? In die Wanden, alle Segel raffen! Haltet kräftig dagegen! Ich raff's nicht. Ich kann jetzt noch einmal hier eine Schnellreise machen, da ist auch noch eins angeblich, aber irgendwie wie es ausschaut, wird es da keins geben. Habe ich so das Gefühl. Torsegel setzen! Wie ich es mir gedacht habe, ich werde wahrscheinlich hier nichts finden, ne? Ich sag's ja. Ernsthaft? Ich krieg jetzt noch einen Anruf. Ja, Moment, Leute. Da mache ich mich mal ganz kurz auf Tonlos. Wir hören uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Und krieg. Ich krieg nie mal die einfachste Sache hin, ein Haustelefon in die Ladebuchse zu stellen. Alter Falter, was ist heute mit mir verkehrt? Egal. Wir machen weiter. Ich habe keine Ahnung, warum mir die Schiffe wieder nicht angezeigt werden. Das ist entweder wieder Bug oder irgendein Fehler, den ich nicht ralle. Ich kann auch hier mal vom Steuer gehen. Wiederholen und aufkeilen. Hauptsegel rein. So, werde mich jetzt hier auch noch in die ich wollte gerade sagen Brandung werfen, aber das ist ja noch nicht mehr der richtige Begriff dafür. In der Salzlake. Na gut, dann mache ich ein paar nordische Seemeilen gut, denn Moment, wo war das? Hier glaube ich, ne? Ja, Absage Herausforderungen. Gegner. Ne. Pirat. Nordische Meilen, nordisch. Da. 100. Da, 300. Insgesamt 300 nordische Meilen, Seemeilen, Segeln. Segeln? Oh. Nee, warte, wo ist denn das Schwimmen? Oder war das da auch? Segeln, Segeln? Nee. Irgendwo war auch von wegen nordische Meilen Schwimmen. Aber auf jeden Fall brauchen wir nur noch 3 und dann. Was denn hier? Reichen, ja gut. Hä? Soziale Schatzkarte teilen. Ja, wie mache ich das denn? Achso, Belohnung anzeigen, USW, ach. Keine Ahnung. Trotzdem schwimme ich jetzt da zum Boot hin. Ich würde lachen, wenn jetzt auf einmal hinter mir das Schiff auftaucht. Und mein Schiff auf einmal irgendwie untertaucht. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Aha. Laran, Laran. Gut, aber dennoch. Gerade habe ich so gar keinen Plan, warum ich diese Schiffe nicht sehe. Liegt das jetzt daran, weil ich das da unten getriggert habe? Vielleicht? Nee, das kann es ja nicht sein. Keine Ahnung. Ich kann es ja einfach hiermit nochmal versuchen. Letzter Versuch jetzt, ansonsten mache ich jetzt mich dabei mal direkt zu merken, für die nächsten Parts das zu haben. Bereit zu feuern! Bereit zu feuern, Sir! Da gehen sie unter! Da ist ihre Schwachstelle! Bereit zu feuern, Sir! So. Von Backbord, Sir! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Gut, da ich keine Ahnung habe, was eigentlich los ist gerade, in puncto Schiffe, werde ich ganz kurz mal gucken. So schön. Wenigstens noch irgendetwas gerade gemacht. Befestigt die Saar! Kanonen sind bereit! Lassen wir sie Eisen schmecken! Schnapp ich mir, Hübscher! Sei morto! Einfach wieder die Bekanntheit löschen. Feuert ihr an, Jungs? So. Waffnen und trimmen! Alle Segel setzen, Jungs! Auf to your answer! Feuer! Und weil wir es können. Warten auf dein Zeichen, Captain! So, und das war's dann aber für heute auch erstmal. Mehr mache ich leider Gottes erstmal heute nicht. Zumindest was Assassin's Creed anbetrifft. Aber was mich echt irritiert ist, ob mich ja das Triggern von diesem Schiff mir die Möglichkeit genommen hat, irgendwas anderes zu kriegen. Schwertwal, Bullenhai, Buckelwal. Ich tippe einfach darauf, dass ich einfach ja, solche Special
Hai wie den schwarzen, den weißen Hai hier irgendwie in den Gebieten kriege. Wahrscheinlich, wenn ich genau reinsäge, auch noch. Aber sprich, wenn ich ja, von hier aus starte, würde. Gut, egal. Darum soll es gar nicht gehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle mal Schluss. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.